So, jetzt fangen wir aber auch an mit dem ersten Experiment. Für das erste Experiment benötigen wir Wasser. Ihr könnt natürlich auch Leitungswasser nehmen. Zwei Becher oder Gläser. Spülmittel. Und ungefähr 30 bis 40 Münzen. Zuerst füllen wir das Glas mit Wasser. Und zwar randvoll. Oh, bisschen mehr. Oh, das reicht auch schon. Nun brauchen wir Münzen. Diese werden wir einzeln ganz vorsichtig in das Glas reingleiten lassen. Und überlegt mal, was glaubt ihr, wie viele Münzen passen wohl in das Glas rein, bis es überläuft? Schätzt mal! Und los geht's! Ganz langsam. Eins. Zwei Münzen. Oh. Drei. Sechzehn. Siebzehn. 18, 19, ah, es ist übergelaufen! Kommen wir zum zweiten Teil des Experiments. Benötigen wir jetzt ein weiteres Glas. Diesmal werden wir ein Klecks Spülmittel reinpumpen. So. Und wieder mit Wasser füllen. Bis zum Rand voll. Ja, noch ein bisschen. So, Rand voll. Was glaubt ihr nun? Jetzt haben wir Spülmittel reingetan. Wie viele Münzen werden wohl hier reinpassen, bevor es überläuft? Nummer 1. Oh. 5. Es ist übergelaufen. Also haben genau 5 Münzen reingepasst. Das war aber ein sehr spannendes Experiment. Wie kann das sein, dass im ersten Becher mit Wasser 18 Münzen reingepasst haben, bis es übergelaufen ist? Im zweiten Becher, wo wir ein Klecks Spülmittel hinzugefügt haben, nur 5 Münzen reingepasst haben. Dafür habe ich jeweils die beiden Becher nochmal nebeneinander gestellt. Dieser Becher ist mit Wasser gefüllt. Dieser Becher ist mit Spülmittel gefüllt. Jetzt schaut euch doch mal die beiden Becher, insbesondere die Oberfläche, genau an. Könnt ihr es sehen? Richtig! Dieser Becher hat sowas wie einen Wasserberg. Hier ist die Oberfläche komplett flach. Das liegt daran, dass Wasser normalerweise eine Haut hat. Diese Haut ist sehr stabil und kann sich wie ein Luftballon ausdehnen, sodass das Wasser im Glas einen Wasserberg formt. Es ist so stark, dass es sogar 18 Münzen aufnehmen konnte, bevor es dann doch nicht mehr gereicht hat, die Haut gerissen ist und dadurch das Wasser übergelaufen ist. Hier haben wir Spülmittel hinzugefügt. Und Spülmittel zerstört die Haut des Wassers. Und dadurch konnten nur 5 Münzen da reingleiten, bis es übergelaufen ist.
Das ist die Erklärung. So einfach ist das.